Vitamine sind immer noch stark negativ. Ja. Dann machen wir bei der Wildwasserbrut weiter. Das können wir schon fast wieder abbrechen. Augenblick mal, ich muss erst diese Berichte auswählen. Ich bin ganz Ohr. Ist Magnetit was wert oder nicht? Wahrscheinlich eher weniger. Kann man gar nicht verkaufen, sehe ich gerade. Ja. Ja, bitte. Luxuskost ist noch ein Problem. Die Fleischproduktion können wir jetzt ja auch wieder steigern. Danke. Sind wir bei null. Warnung: Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Können wir den Energiebedarf hier müssen senken? Kredit geht ja nicht. Haben wir das zumindest? Eine offizielle Finanzspritze. Hoffentlich. Ja, Finanzspritze wieder Look. Ah, willkommen. Möchten Sie. Jetzt müssten wir hier noch die Vitamindrinks pushen. Vergessen Sie nicht, dass diese Handelsgenehmigung bald abläuft. Eine negative Sektorbilanz von Früchten. Boah, so viele Früchte, holy shit. Wir müssen den Platz hier auch nutzen, ne? Okay, war nicht so optimal gedacht, passte nicht so optimal, wie ich dachte. Aber egal. Warnung, Energienetz überladen. Ja, Energienetz überladen, ich weiß. Algen. Haben wir Energie. Energie. Batz 301, perfekt. Dann sollte das Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ganze jetzt auch gepusht werden. Replikatoren brauchen wir ein paar mehr. So, jetzt sind wir hier bei 100, dem üblichen, das was so das größtmögliche der städtischen Kultur. Hier kann ich nichts davon sehen. Fühle ist. Replikatoren brauchen wir mehr.
Nur die Arbeitskraft senken und die Energiewartung. Level 30. Unternehmenslabel angepasst, um Wirtschaftskraft wiederzuspiegeln. Sektorplatz ist negativ, Mikrochips auch. Das heißt, wir müssten das nochmal ein bisschen erweitern. Denn die Produktion ist zu wenig. Jetzt haben wir hier ein Plus und ein verringerte Produktion wegen der Energieknappheit. Batz. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Warten Sie nur. In ein paar Jahren könnte dieser Ort richtig angesagt sein. Androiden, Unterhaltung. Da sind wir noch weit von entfernt. Die Androiden. Es gibt es über die KI und die Androiden sind gerade das Ziel. Hatte man nicht aber hierfür noch eine negative Sektorbilanz von Mikrochips. Mikrochips, die werden aber nicht. Doch, die werden auch hier produziert. Aber wo produziere ich die? Damit aber echt viel zu viel. Sind wir die hier? Dann müssen wir die hier produzieren. Ja. Mehr Silizium, aber wir haben auch kein Gebiet mehr hierfür. Doch, haben wir. Warum jetzt nur noch mehr Silizium? Und Silizium, hier holen wir die Diamanten her. Holen wir Silizium her. Wir müssen noch, wahrscheinlich haben wir denn hier eine Mine? Ne, haben wir keine Mine. Können wir keine Mine haben. Haben wir hier eine Siliziummine? Hier haben wir Nanokeramik. Die brauchen wir nicht. Hier haben wir Silizium. Sprich, wir bräuchten hier eine weitere Silizium. Bergbau-Dingsmine. Wir hatten noch irgendwo gerade was gemacht. Scheiße. Was denn hier? Jawohl. Meine Güte, holy shit. Wir müssen das auch eigentlich hochgepusht bekommen. Wir brauchen auf alle Fälle. Was für eine Stadt. Mehr von den Leuten. Egal welche Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Neue Gebäude. Operation erweitert. Eine KI-Montagefabrik, sehr schön.
und die Androidenfabrik. Sehr, sehr, sehr schön. Das heißt, wir können das jetzt auch nochmal zusätzlich pushen und können Androiden produzieren. Verbraucht Bioharz und Silizium. Okay. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Wenig Androiden. Müssen wir auf zum Meckern. Wir haben doch erst angefangen. Anforderungen für neuen in Maschine. Stellen Sie Androiden her. So, das reicht mir jetzt auch hier. So, zack. Wir brauchen. Ach, wir brauchen das auch hier davon lassen. Toll. Der Bedarf ist definitiv höher. Haben wir denn hier irgendwo schon einfach so gucken können, wie viel das so Sie bringt? Sie sind auf dem richtigen Weg. So viel kann Transferroute ich sagen. Transferroute leitet unter inadäquater Warenversorgung. Eigentlich, also. Dadurch können wir es auf alle Fälle steigern. Okay, Bioharz haben wir jede Menge, Silizium nicht. Fragen Sie mich nicht, wie mir das gelungen ist, aber Ihnen wurde ein Sonderdarlehen bewilligt. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Nur ein Plus von 3? Das ist ja schon wieder fast lächerlich. Kann man ja lieber ein zweites sich holen, oder? Okay, das sind halt 6. Möchten Sie hereinkommen? Schon, wir haben wieder ein Luxuskostproblem. Fleisch. Ach so, ja, wohnen, toll. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ist ja gut. Wir arbeiten dran. Damit erreicht. Easy going. Fehlen mir die Baubots. Brauchen wir natürlich noch mehr.